Hallo, ihr lieben YouTube-Gucker. Ich wollte euch heute mal zeigen, wie ich meine Inliner pimpe. Ich habe hier von Salomon so ein altes Paar Inliner. Gut, die sind ein bisschen älter schon, aber die sitzen wirklich gut. Der Fuß, der passt gut rein. Auch meine etwas breiteren Füße haben da keine Probleme. Nur das Problem ist, man hört's. Na, oder? Da, hier vor allen Dingen. Die Lager, die haben schon hier oder da einen Schatten. Und die Reifen, die sind auch nicht mehr die besten, so sage ich mal. Ja. Jetzt habe ich mir überlegt, wegschmeißen ist eigentlich zu schade. Neu kaufen kann jeder. Ich will die mal wieder pimpen. Und dafür habe ich mir einen Satz Rollen besorgt und einen Stopper. Hier hinten, das ist der Stopper. Der soll für alle Salomon passen. Für alle Salomon. Inliner soll dieser Stopper passen. Ich bin gespannt. Ich muss den noch nicht tauschen. Ich lasse den auch erstmal noch sein, glaube ich. Oder? Ja, da ist noch reichlich. Kann man das sehen? Da geht noch was. Die Marke ist auch erst hier. Hier ist so eine Bremsmarke. Bis dahin kann ich noch runterschrabbeln. Also da mache ich noch nichts dran. Aber die Rollen, die werde ich mal mit euch tauschen heute. Und ja, da habe ich mir bei eBay Satz Rollen besorgt. Mal gucken, ob ich euch das hier. Kann man das jetzt so machen? Warte mal. Ich glaube, ich kann euch das mal zeigen. Und zwar sind das Z-Wheels und Bearings, also mit Lagern. Lager sind da. Wie heißen die denn? ABEC? ABEC 9er Lager sind da drinne. Ich glaube, das kannst du vergessen hier. Ich zeige es euch so in der Kamera. Na, da habe ich zwei Stück von. War ein bisschen enttäuscht. Ich dachte erst, na gut, vielleicht waren die auch ein bisschen günstig, aber teuer, teuer waren sie wirklich. Ich glaube, vier Reifen inklusive Porto und Verpackung für 15,50 € vier Stück. Und die kommen aus Polen. Ich will mal sehen, wie das jetzt von der Qualität her ist. Tendenziell haben die ja nicht so einen guten Ruf, aber ich will mal schauen. Also, hören tut man erstmal nichts vom Lager, das ist gut. Und ABEC 9, ja. Ja, wollen wir mal sehen. Ich glaube, ich baue das mal alles ein bisschen um und dann gehen wir hier mal gerade an meinem Schreibtisch und bauen die Dinger dran. Und dazu machen wir erstmal ein bisschen Musik. Was machen wir jetzt? Der Bob hat. Alter.
Wie war das bei der letzten Rolle? Gibt's doch wohl nicht, hä? Fühlt man sich ja doch ein bisschen veräppelt. Schönes Wortspiel. Ach, gucke mal einer an. Hier gibt's noch eine Schraube. Hinten läuft das anders. Ne? Komisch. Ach so, das ist die Bremse. Die kann ich hier noch irgendwie raus. Genau, die muss man so rausklinken. So war das. Genau, und deswegen ging das auch nicht. Also, wieder was dazugelernt. Der Bremsklotz. Den muss man vorher demontieren. Okay. So, jetzt gehe ich mal gerade los und mache die Dinger kurz sauber. Ich bin gleich wieder bei euch. Moment. So, ich habe alles ein bisschen sauber gemacht. Bisschen sauber gemacht. Ist sowieso ein Tipp an euch. Macht nicht zu viel sauber. Das führt nur zu unnötiger Materialermüdung. Und naja, man macht nicht immer alles gut damit. Jetzt setze ich hier einfach die ganzen Räder wieder ein. Aufpassen hier mit dieser Nut, dass die, könnt ihr das sehen, dass die hier wieder reingeht. Das war's also. Neue Räder sind drauf, drehen erstmal so gut wie gar nicht. Ich glaube, ich muss die einrollen. Ich werde das mal probieren. Heute nicht mehr, es wird gleich dunkel, aber ich werde das die Tage mal machen. Andere auch, genauso. Ich muss mal sehen, vielleicht schaffe ich es ja morgen mal so eine Runde zu fahren. Es muss ja gar nicht weit sein. Auf jeden Fall, Rollen sind drauf, sehen wieder schön aus und die Lager werden ja wohl leiser sein wie die alten. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass die schlecht, also wirklich rollen tun die jetzt so nicht. Rollen schon, aber ich muss es ausprobieren, das kann ich so nicht sagen. Das war, glaube ich, bei denen auch, wie ich sie neu bekommen hatte, da musste ich erst ein bisschen fahren, dass die richtig gängig waren und ich glaube, das ist hierbei auch. Einfach mal ausprobieren. So, das soll es erstmal gewesen sein für das Video. Habt ihr auch noch so alte Dinger? Wertet sie ruhig mal auf. Das ist wieso nicht, ne? Man kann ja mal das alte wieder pimpen und muss nicht immer gleich Neues kaufen. Ich werde euch auf jeden Fall noch berichten, wie das ging jetzt, wie die gefahren sind. Aber das mache ich dann auf meinem Daily Vlog. Dieser andere Kanal, den hatte ich euch ja schon oben verlinkt. Wenn euch das hier gefallen hat, lasst mir mal einen Daumen hoch da oder drückt mal hier oben auf den Abonnieren-Button, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ja, hier gibt es immer wieder mal irgendwie so ein bisschen Sightseeing, ein bisschen Technik, ein bisschen gebastelt, von allem was, wenn ihr da Bock drauf habt, wie gesagt. Ne? Macht's gut. Ciao, euer Bob.